Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies sind fünf kurze, interessante Fakten über Hamburg. Viel Spaß! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Fakt Nummer 1: Hamburg ist eine sehr große Stadt. Hamburg hat nämlich mehr als 1,5 Millionen Einwohner und ist damit die zweitgrößte Stadt Deutschlands nach Berlin. Hamburg hat auch einen sehr großen Hafen und ist eine sehr kulturreiche Stadt. Das macht Hamburg sehr bedeutsam. Fakt Nummer 2. Der Langname lautet Freie und Hansestadt Hamburg. Hamburg war nämlich einer der ersten Mitglieder der Hanse. Die Hanse war im Mittelalter ein Bündnis von Kaufleuten. Auch allgemein hatte Hamburg immer eine freiheitliche Handelspolitik und relative Unabhängigkeit. Der Name passt also. Durch diese freiheitliche Politik gab es starkes wirtschaftliches Wachstum. Fakt Nummer 3. Karl der Große ließ im Jahre 810 die Hammerburg errichten. Hammer ist altsächsisch für so viel wie Gelände am Fluss. Und daraus leitet sich natürlich der Name Hamburg her. Fakt Nummer 4. Als Gründungsdatum des Hafens gilt der 7. Mai 1189. Und jedes Jahr feiert man am 7. Mai den Hafengeburtstag. Dieses Datum basiert jedoch auf einer gefälschten Urkunde. Man vermutet, dass Hamburg schon im 9. Jahrhundert einen kleinen Hafen hatte. Fakt Nummer 5. An der Fassade des Hamburger Rathauses sieht man Statuen alter Könige und Kaiser. Und über den Monarchen werden die bürgerlichen Tugenden dargestellt. Die bürgerlichen Tugenden sind Tapferkeit, Frömmigkeit, Klugheit und Eintracht. Mit anderen Worten, die Tugenden sind wichtiger als die Herrscher. Das waren fünf interessante Fakten über Hamburg. Wenn du mehr über deutsche Städte erfahren möchtest, dann besuche AuthenticGermanLearning.com/Orte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.